Und dann melden wir uns auch pünktlich zurück, um in einen harten Fight zu gehen. So viel werde ich schon mal verraten. Habe ich die jetzt drin? Ich hoffe mal. Keine Sorge. Würde Jack den Kammerschlüssel wirklich schützen wollen, wäre er nicht in einem Zug. Er würde ihn von Wilhelm bewachen lassen. Gut. Ich muss mich trotzdem auf alles warten. Ja, das glaube ich auch. Und dass das auch sicher eintritt, muss ich einfach mal Schütze auffahren. Komm, kurve die hinweg, Mann. Kurve die hinweg. Wo rennt der hin, Mann? Okay, das war Schrott. Komm schon, Mann, komm schon, Mann, komm schon, Mann. Bleib stehen, aber das ist gut. Ich muss rennen. Was? Kipp um, Alter! Ja! Yes! Oh, beim ersten Versuch, Alter. Oh shit, aber jetzt ist es eng geworden. Oh, leck, Alter, das war geil. Jetzt wisst ihr, warum ich mich diesen Kampf hier vorbereitet habe. 5% Leben, ey. 5% Leben hatten wir noch. 5 Leben, nicht 5%, aber 5 Leben war noch über. Enge Kiste am Ende. Aber es hat gereicht. Was haben wir denn hier? Wird mitgenommen. Okay. Sanctuary. Die Biers gehen auf mich. Was meinst du, Bloodwing? Puh, ey, da fällt mir ein Stein vom Herzen, dass wir das so gut geschafft haben. Auf Anhieb. Hätte die anderen Kammerjäger vor vielen hat sich das Level noch gelohnt, was? Du hast bewiesen, dass du noch stärker bist als sie. Gut gemacht. Danke, danke. Gern geschehen.
etwas Neues für dich. Meine Miene, wenn du je auf jemanden ballern wolltest, der Sachen wie verflucht sagt, dann ist dir... Okay, gut. Eine Horde Gesindel läuft draußen im Tundra-Express nach Eridio. Du sollst herausfinden, warum sie das Zeug fördern und du sollst sie umlegen. Reihenfolge spielt keine Rolle. Boah, ist doch alles easy, ne? Gute Entscheidung! Warum redet sie jetzt wie ein Roboter? Ich werde erstmal den Energiekern abliefern gehen. Wir sind ja schon Level 16, es geht ja relativ schnell. Relativ fix geht's, ne? Stehl den Kammerschlüssel vom Hyperion-Zug. Du hast einen Güterzug von Hyperion zerstört. Hast ein kostbares Stück Technologie erhalten und Freundschaft mit einer durchgeknallten, gemeingefährlichen 13-Jährigen geschlossen. Begib dich am besten zurück nach Sanctuary und entspann dich. Ein neuer Energiekern? Wow, der könnte unsere Schilde ein paar Monate aufrechterhalten. Vielleicht sogar Jahre. So ungern ich Hyperion-Technologie einsetze. Der Kern, den du vorhin angebracht hast, ist fast ausgebrannt. Nimm ihn einfach raus. Mach mal. Den Kern fester rein als ein Messer in den Trashikana-Brust. Sorry, alter Crimson Lance Frau. Okay, ich schätze, wir sind im Gesch. Was zum Teufel? Ich glaube, es wird langsam Zeit, dir mein kleines Geheimnis zu verraten. Angel arbeitet für mich. Deaktiviere Sanctuary Schilder, Jack. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Das ist kein Energiekern! Raider! Gut gemacht, Angel! So, jetzt killen wir ein paar Kammerjäger. Verdammt, was ist los? Hat irgendwas den Schild durchdrungen? Der Schild ist unten, Roland! Oh Mann, los, bringt jemand die Leute in den Untergrund! Hey Leute, ich habe eine richtig schlechte Idee. Scooter, bring Sanctuary in die Luft. Roland, besorg mir Iridium. Das wird nicht klappen! Da wird alle dabei draufgehen! Die Stadt kann doch nicht fliegen, Lilly! Du hast deine Befehle, Scooter! Los! Wir treffen uns im Ortszentrum! Okay. Lass uns dann neu starten, dann. Verdammt, irgendwas wird schon bringen! Was gibt's da noch zu sagen? Wir wurden ein bisschen hinten Hinterhalt geführt, ne? Du musst nur noch den letzten Schalter aktivieren! Nicht die feine englische Art, aber... Okay, wir sind soweit! Alle Mann bereithalten! Beweg dich doch. Ich habe das bisher nicht versucht. Halt dich lieber irgendwo fest. Verdammt, sorry, das war keine Absicht. Aber wir sehen uns auf der anderen Seite, versprochen. Gib Gas, Scooter! Mann, das ist einer dieser Momente. Catch a ride! Der ist so ein Spasti, ey. Wir haben die nicht auf eine fliegende Stadt
Mädchen. Da war er selbst eher sprachlos jetzt. Ich weiß, dass du gerade sauer auf mich bist, aber wir haben nicht viel Zeit. Ich erkläre dir alles. Gehe einfach zu The Fridge. Das ist der einzige Weg in die Highlands. Lilith hat deine Stadt vielleicht gefaced. Okay, was geht hier vor sich? Was geht hier vor sich? Erst hält sie zu Jake, jetzt will sie uns wieder helfen, sag mal. Wie kann man denn so einer vertrauen? Also das geht gar nicht klar. Einfach toll, wie ihr Kammerjäger Angel einfach so vertraut habt. Ist euch nie in den Sinn gekommen, dass sie für mich arbeitet, was? Bei den letzten Kammerjägern war es genauso. Aber ganz ehrlich, diesmal war es viel witziger, euch einzulegen. Wichser einfach. Es ist einfach nur ein Wichser. Danke, oh, dass du die Tür der Geschlucht und den Energiekern beschafft hast. War schwer, den Kammerschlüssel aufzuladen, wodurch Rolands Kumpels dauernd meine Iridiumminen angegriffen haben. Gute Entscheidung! Da ist mal komm, komm. Schalt sie aus! Roland hat Ärger mit ein paar Bloodshots in Threehorns. Er will sie nur tot sehen, aber ich habe eine viel bessere Idee. Wir frieren sie ein. Begib dich zum Banditencamp und zerstöre ihre Öfen. Ohne Wärme sind sie kampfunfähig. Hier, nimm den Sprengstoff und bring ihn an ihren Öfen an. Machen wir und machen wir später. Diese Mission machen wir noch. Danach machen wir wieder einige Nebenmissionen. Und jetzt sind wir auch da, wo ich schon mal gestanden habe. Wenn du The Fridge durchquert hast. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt endlich hier hin muss. Immer feste drum! Sind keine Freunde mehr, oder? So eine Schreise. Die Tür ist vereist. Warte, ich helfe dir. Können wir das jetzt mal machen? Ja, komm, jetzt sind wir doch schon dran. Ich dachte, wir sind ja. So. Okay, gut, weiter. Schnell, schnell, schnell. Da musste ich einen kleinen Schluck trinken. Upsala. Ich habe von Anfang an Jacks Befehlen gehorcht. Jack hat aus dem Energiekern, den du gefunden hast, ein Hyperion-Netzwerk-Uplink gebastelt. Dadurch hatte ich Zugriff auf die Verteidigungsanlagen von Sanctuary und konnte sie runterfahren. Das alles gehörte zu Jacks Plan. Das machen wir jetzt doch später, weil die Gegner da sind ein bisschen hardcore. Und okay. Gehen wir mal in den Tundra Express. Um ein paar Nebenmissionen zu machen. Zwecks Leveln. Ja, ja. So sieht's aus. Ja, okay.